Hallo und herzlich willkommen zurück zu Solarlighted Lunar Dark. Wir sind in der Safari-Zone und außerhalb des Kampfes, weil mein Aufnahmeprogramm weigert sich, wenn ich innerhalb eines Kampfes den Part neu starte. Halt aufzunehmen, warum auch immer das so ist. Deswegen konnte ich den Kampf von Water nicht aufzeichnen, was recht gut war, weil ich hole mich schon mal meinen Account hoch. Weil Baum und so, holy shit. Weil ist das, warte. Weil ich danach gespeichert habe. Ja, ich habe Flop Pinko gefangen. Sehr geil. Normalflug. Flapinko is flying for the ones in big flocks. They looks like when have a color in pink. Ich kann nicht vorlesen, ich bin noch total. Weil ich nach dem Kampf dann gespeichert hatte. Und ja, das Spiel neu gestartet, damit ich wieder aufnehmen kann, logisch. Und dann ist, weil ich wahrscheinlich vergessen habe zu speichern, der Fortschritt von Folge 46 verloren gegangen. Das habe ich auf Twitter abstimmen lassen. Ich sollte die Folge neu aufnehmen. Deswegen sind wir hier. Jetzt haben wir Flapinko gefangen, freuen uns drüber und wir nennen dich, keine Ahnung. Haben wir jetzt jemanden auf der Schnelle? Ich nehme Keksi, weil Keksi hatte ich in der verlorenen Folge, nenne ich es jetzt mal, benannt. Jetzt bist du halt ein Flapinko. So, sehr schön. Deswegen, ich würde sagen, wir hauen einfach gleich wieder ab, weil ich keinen Bock auf diese Apparition habe. Hier gibt es sonst nämlich nichts. Ja, nehmen sie. Die Typen hier kämpfen alle, nur habe ich keine Lust drauf und wir sollten die Äpfel einsammeln. Das machen wir jetzt ganz kurz. Ach! Ach! Life hat sich entwickelt! Das habe ich voll vergessen. Aber Life hat sich entwickelt. Das wollte ich nicht. Nein, geh weg! Meine Fresse. Flapinko. Marvel Scale. Ups Defense Affairs, das Statusproblem. Das wusste ich gar nicht. Habe ich nie nachgeguckt, ob das schon vorher so war. Ich weiß es nicht. Hier, das ist nur die Farm. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte die Äpfel einsammeln, stimmt. Das machen wir jetzt ganz kurz, weil wir es können. Oder gehen wir weiter? Bolzern. Ah ne, das Geräusch kommt von nebenan. Ah ne, ist mein Handy. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber da ist gerade Werbung gewesen. Warum auch immer. Äpfel einsammeln. Komm, ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es doch auch. Es tut mir leid, aber ich finde dieses Vieh immer so toll. Aber mit Keksi haben wir wieder ein Flugvieh, weil Keksi war auch in der verlorenen Aufnahme ein Flugvieh. Yay! Wie viele Äpfel habe ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir sollten 11 einsammeln. Und einen habe ich halt vorher schon aufgesammelt, weil ich gucken wollte, ob man das Ding aufheben kann. Und ja, man kann sie aufheben. Geil, gell? Finde ich auch. Rennen wir mal hier rüber. Oder auch nicht. Und was... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon irgendwo in meinem Trainerkampf gesehen haben, aber ich glaube schon. In der vorherigen Folge hatte ich die verlorene Folge, jetzt habe ich einen Titel für dieses Video, das finde ich sehr schön. Warum kämpfe ich gegen dich? Ich mag dich nicht. Du kannst keine Anziehung einsetzen, deswegen geht das nicht. Ich sollte aufpassen, dass GGX nicht so viele Leben verliert. GGX ist außerdem vorne, falls wieder so ein komischer Drecksturm kommt und doch nicht fliehen kann. Und GGX ist halt die schnellste von allen. Darum. War wohl mal bestimmt, da war was. Aber es sind doch keine Kühe. Was will ich in die Kommentare schreiben, dass auch Schafe Milch geben? Das ist okay, ich weiß das. Wollen wir kämpfen? Nee, wollen wir nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Hast du nicht im letzten Ding gekämpft? I think I have to go back to my work on the fields. Okay. Also ich bild mir, dass ich das letzte Mal gegen den gekämpft habe, aber gut. Das ist also immer noch gute Elf, wir dürfen hier nichts fangen. Leider gibt es hier keine gute Elf B. Seitdem Shiny, ne? Was ihr mir außerdem alle erlaubt hat, das finde ich sehr nett, dass ihr mir das gönnt. Gucke ich die ganze Zeit, ob das Vieh einfach Shiny ist, was uns begegnet.
habe ich in der letzten Aufnahme sogar komplett vergessen, dass es also nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Das Schöne ist, wir haben Fliegen, wir haben Flug-Pokémon, wir werden uns dann auch bald dickst auf den Weg machen und die Headbutt-Trees abklappern. Auch wenn ich nicht so viel Hoffnung habe, dass es da Sachen gibt, die wir noch nicht hatten. Gehen wir lang hier oben, ja, komm. Das neues Gebiet. Kommt die Frage, wollen wir es jetzt schon erkunden? Ihr wisst, das machen wir im nächsten Part. Einfach weil ich jetzt gucken will, was es hier hinten gibt. No! If I win, you will do my work on the field, okay? Nein! Sag mal, hackt's. Ich kann also nicht mehr sprechen, ich bin total unfähig momentan. Babu! Ist sie eigentlich nur männlich oder warum sehe ich die nur männlich? Das ist also ein Normaltyp, wie erwartet. Denke ich. Ich habe gar nicht geschaut, geguckt. Muss ich nur unbedingt noch machen. GG ist der One-Hit, das ist total okay. Ich will nicht tauschen, weil... Warum? Stirb! Sie hat es also auch einen Wurmgras gegeben. Aber nein, wir müssen diesen hässlichen Krüppelwurm haben. Wow, und... Ich muss immer noch aufpassen, weil Digix hat, glaube ich, nicht die bessere Verteidigung gehabt. So. Ja, Block ist tot. Ja, komm, ist auch futsch. Ja, du tust dein Work alleine, Schwester. Es waren nur 7 Äpfel? Okay. Geht's noch weiter? Wie viele Minuten haben wir? Jetzt das Sailport. Okay, wir werden jetzt ins Pokécenter gehen und uns freuen, wenn sie uns ins Pokécenter lassen. Wenn wir das Pokécenter. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt hier die Stadt. Dann. Wir gehen jetzt erstmal ins Pokécenter. Ja, heil mich. So, ja, ist schön. Tschüss. Dann werden wir Keksi mitnehmen, weil fliegen. Water Veil. Was ist das? Wir legen wir ab. Komm, Zoi, du darfst dich ausruhen. So, jetzt gucken wir uns erstmal unsere neuen Tierchen an. Das ist super. Verteidigung ist scheiße, dafür ist Speed gut. Ja gut. Wir haben ein Speed-Pokémon. Nur nichts Falsches drücken, nicht, dass die Aufnahme abbricht. Dann haben wir Logo. Ja. Ich bin nicht so überzeugt wie von Revi, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist halt für Brüller-Pokémon. Aber sonst ist es halt Bullshit. Und du? Was macht ein Water Jail? Das kann nicht brennen, okay, das ist auch cool. Stats sind relativ scheiße auf gut Deutsch. Kannst du dich entwickeln? Juhlo. Sehr nice. Hast du irgendein Item? Nee. Dann geben wir jetzt Keksi einfach nur, weil ich wissen will, ob sie sich entwickelt. Den EP-Teiler, wenn wir ihn je wiederfinden. Wer hat den EP-Teiler? Erige. Ja. Das kriegt jetzt Keksi, weil. Warum nicht? Unser Team ist immer noch komplett weiblich. Das finde ich sehr schön. So. Dann können wir die auch Fliegen beibringen. Wundervoll. Wenn wir Fliegen wiederfinden. Diese Ordnung ist grausam. So, kann auch jemand anderes? Natürlich nicht. Warum solltet ihr auch Fliegen lernen? Ich meine, Eri, warum willst du nicht Fliegen lernen? Wing Attack, Feather Dance, Bubble Beam. Wing Attack. Ich meine, wir haben Aeroas, wir haben Wing Attack. So. Sehr schön, wir haben wieder ein Flug-Pokémon, jetzt fühle ich mich sicher. Hallo, ich möchte was kaufen. Haben wir davon noch genug? 12 Stück reichen, aber Hyperpotions brauchen wir, glaube ich, na gut, eigentlich nicht, aber... Wir nehmen einfach mal mit, weil wir können ja nie wissen, was passiert. Gibt's ja auch Top-Genesung, sieht nicht so aus, gell? Okay. Pokepuppen wären eigentlich recht nice, wenn das mal jemand verkaufen würde. Eigentlich könnte ich nochmal ganz kurz da reingehen und gucken. Hallo? Ah, someone who can satisfy my greatest wish. I've sailed for years over the ocean of Rikoto, but I never seen a Mickey. Do you have Mickey at the party? No.
Hi, you are training, aren't you? I'm searching for a trainer who can show me free emotions. Puppetal, Puppyro und Puplash. Nee. Okay. Warum wollt ihr denn solche Aufgaben haben? Das ist doch doof. Das kann ich doch gar nicht machen. Also wir gucken uns in Salford um. This town reminds me of my hometown. You won't have heard of it. Was wird doch? There's a lot of another legend of a wild humbridge that swims around 12. Although I never seen it. I've heard stories from people who have. There's a legend about a ship that was attacked by a giant lizard. The ship sank and lost all of its treasures at the bottom of the ocean. No one knows what happened to the treasures or what it meant for the giant lizard. GTXA tauchen, die werden reich. I fished up a few Hammer. Okay, das Pokémon dabei. Ich kann doch solche Worte nicht aussprechen. Könnt ihr nicht Worte nutzen, die ich aussprechen kann? I look your Pokémon. I look strong to fill your Pokédex. I have something for you. Da nur das, da nur das, da nur das. Ich weiß nicht, was das für ein Stein ist, gell? Pokestein! Will jemand? Ich? Oh. Die Pokémon will be strong if you evolve them. Ja. Jetzt, ich habe außerdem das Lied gefunden. Wenn ich dran denke, vielleicht. Ganz eventuell werde ich es einfach einblenden. This town is the best place to live. Rex, one of the lead four, comes often the way up from Wessex Town. Ich kann aber auch nichts ansprechen. Oh mein! Oh Gott, ein Highlight! Wir haben was in den Scheißdingen. Wow! Gefühlt das erste Mal jetzt. Das erste Mal. Track the lead four member of in the Höhenregion. Often comes to Salford Town when he is traveling the sea. Der? Drake. Ach! Nee. Höhen war was anderes. Ich überleg gerade. Drake. Wer war Drake? Das war der Wasserhain hier, oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich verwechsel da gerade irgendwas mit irgendeiner, doch, in der Smaragd. Das ist ja auch Höhen, oder? Ja. In der, Solic Challenge von Sushimaru und Jan. Ich weiß nicht, wie es denn. Keine Ahnung. Sorry, I don't have time to talk. I'm watching the Daily Fish Contest. Was tust du nun? Jetzt, Empty, warum hast du zwei Betten, wenn du so ein einsamer Angler bist? Nein. Ich bin nicht bereit dafür. Ah, it's you, Wimp. Looks time no see. Looks for a long time. So you're hearing the Jurassic City? I told you, that is my hometown. It's no place for weakling. Like you. Ha! I'm going here too. I'm going to battle Rex. He is one of the Elite Four. If I can beat him, I'll beat one of the best trainers in Rikoto. But first, how about we battle? I want to test my new Pokémon. Are you ready, weakling? Ich hab nicht ja gesagt. Ich mag Krieg nicht, der ist mir unsympathisch. Trollo. Das ist wieder so ein Scheiß. Ich sag es nicht. Ich weiß nicht, ich greife aber mit Thunder Punch an. Thunder Punch. Ich bin total durcheinander. Könntest du Speed senken? Oh, geil. Danke. Warum bist du trotzdem schneller? Sucker Punch, was ist das für ein Name, Alter? Ist das sowas wie Vogel? Das Ding ist, ich kann halt echt nicht einschätzen, was da jetzt für Pokémon kommt. Und wir haben halt auch nicht wirklich Pokémon, mit denen wir irgendwas machen können. Vor allem nicht Keksi. Guck mal, wir haben das richtig eingeschätzt. Sind wir gut oder sind wir gut? Was machen wir denn jetzt? Energieball oder Surfer? Surfer ist genauer, glaube ich.
Wildguard, weil jetzt failed. Schön, das ist. Es interessiert mich auch nicht, weil du One-Hit bist. Ha! Jetzt kriegt ihr die Quits zurück, ihr hässlichen Naps. Meine Fresse. Kesspring. Ich kann das halt echt. Keine Ahnung. Aber das Ding ist, wenn er es in der Life einsetzt, ist es kein Boden- oder Gesteins-Pokémon. Ich erinnere mich an dich, du Geduldsvieh. Oh, Discharge. Robotik? Okay. Yep. Sehr schön, momentan läuft recht gut. Das gefällt mir. Keksi 33. Stegron. Ja, das ist das Stegi-Vieh, sehr wahrscheinlich. Wer hätte es gedacht? Also, Life und Lock müssen unbedingt drin bleiben. Das hat sich nicht mehr entwickelt. Schäm dich was. Ich weiß nicht, bist du Wasser? Es wäre schön, wenn du Wasser wärst, weil dann bist du One. Ha! Ha! Bitch! So. Markich. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, aber Wolfswitch regelt. Hoffe ich. Ja, Wolfswitch regelt. Wisst ihr, wer das gewesen wäre? Das wäre Olli gewesen, aber der hat doch passiert. Das Ding ist, ich bleib da nicht drin. Weil ich ein bisschen Angst um Doc habe. Weil wenn Doc stirbt, ja okay, das hat sich ja nicht. Ist okay, Doc. Ich habe verstanden, dass du zu stark bist, als dass du einfach stirbst. Ich habe es verstanden. Schick mir schon. Keksi sieht wirklich super aus, Alter. Nee, wollen wir nicht. Ja, wir lernen das nicht, weil nö. Was wird. Wir wechseln wieder auf Doc. Bei Wolfswitch und so. Keksi wird sowieso nicht mehr. Elektro, fuck. Ich kann halt jetzt nicht einschätzen, was das Angreift. Wechseln wir Eri an? Na komm. Eri, schein! Scheinen musst du! Agilität. Ich meine, Erdbeben haben wir nicht, aber das andere dürfte auch reichen, eigentlich. Ich glaube, das konnte nur Elektro und normale Attacken und das juckt Eri, glaube ich, nicht ganz so viel. Weil normal sowieso nicht und Eri One-Hit. Nice, Eri! Eins nette Sache von Qualität. So, jetzt habe ich dich zerstört, Mann. I'm still better. Selbst Rodney war mehr Herausforderung als du, Mann. Ganz im Ernst. Draht! Ein Gast fürs New Pokémon needs more training. Ich habe außerdem nicht ein neues Pokémon von ihm gesehen. Ey, Cracker, I can't find stronger Pokémon in Ancient Pass. To get to Rising Town, you have to get through there. But you can't go there until the next demo. Haben wir es wirklich erreicht, das Ende? Was? Was? Hey, da hier, an alphabet against the red hair, I hope you won. Haha, Professor Pinewood called me inside. I should tell you that this wedding for us in Pokémon Center here is held for town. Terrible bear too. Das kann nicht das Ende sein! Hallo. Something you can see Vale jumping out of the water around there. It's an spectrally sign. Okay. Erst in der nächsten Demo. Siehst du, der Rothaarige war mir immer suspekt. Und jetzt weiß ich auch warum. Wir kommen außerdem da nicht zu lang, weil wir zu fett sind. Waren wir hier schon drin? Ach ja, das war der Angler, den wir gesagt haben. Aber nein, die Demo ist vorbei. Was? Zeig dir die Formel, ja, das hast du mir schon erzählt. Betrying the Liste der Top 4, wenn es das ist, woran ich mich erinnere. My boyfriend is such a dreamer. He wants to battle Elite 4, but he forgot that he just have 3 badges. Everyone knows that you need 8 badges to take part to Rikoto Champion. After winning it, you can battle Elite 4. Dann erzähl's ihm doch. Jetzt träumt er ewig davon. Sometimes we have thunderstorms on Road 12, genau. So it's hard to sail the Racing City. This here is the Sailing Museum. It's where you can read about famous ships, the mysteries of sea. Have a look for yourself. Ich kann immer noch nicht vorlesen.
Welcome to Sailing Museum. For just 500 you can go in. Fun. Das erinnert mich gerade an eine Sache. Wir sind bei 20 Minuten. Das erzähle ich euch trotzdem. In XY ist ja dieses Schloss, wo man Eintritt zahlen muss. Da war ich immer so geistig und bin heimgegangen, also im Laden gegangen und hab mir Pokebälle und Tränke und alles gekauft, bis ich kein Geld mehr hatte. Und dann haben sie mich ohne Eintritt reingelassen. So geil war ich da damals noch. Is this interesting? Oh, you like this place too? Take this XP. Kann das jemand lernen? Kann das jemand lernen? Bessere Frage, wo ist das? Da, XP. Fireblast. GTX und Alive. Und der Live nochmal. Ich habe zwar erst gerade gegen mit ihr gekämpft, aber okay. Megatron setzen wir eh nicht mehr ein, seien wir ehrlich. Sehr schön. Kann das hier mit leer? Nee. Könnte das vielleicht noch Hixi leer? Nee. Bulldoze will außerdem Eri nicht lernen, warum auch immer Eri da keinen Bock drauf hat. Das Ding ist, was ich gerne wissen wollte, ist, ob man dann einfach den Spielstand in die nächste Demo reinfügen kann. I'm gonna be a sailor someday, just like my daddy. Gibt's jetzt hier irgendwas Interessantes? Kriegen wir jetzt noch irgendein Geschenk oder so? Was hängt hier an der Wand? Nichts. Das kann ich mir auch nicht anschauen, das ebenfalls nicht. NSN. Okay. Total Geldverschwendung. Gut, wir haben Eisbeam bekommen. Keine Geldverschwendung. Aber dennoch, es hätte billiger sein können. Ja gut. Bedeutet, wir werden jetzt das folgendermaßen machen. Dass ich jetzt den Part beende. Im nächsten Part sind wir bei dem Ding da oben, wo ich eben gerade noch nicht reingegangen bin. Und ich schaue aber weiter. Dann gehen wir auf große Fangreise und dann gehen wir hierher und hören uns an, was sie zu sagen haben. Vielleicht erzählen sie mir jetzt, dass die Demo vorbei ist. Deswegen gehen wir nochmal Pokémon fangen, weil... Baum. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.